Hier ist Jan von miles-carsharing.de und heute möchte ich dir zeigen, wie du dein erstes Miles-Auto anmieten kannst. Du musst dir die App runterladen im App Store oder im Google Play Store. Ich öffne diese mal und hier seht ihr die Map. Dann sehe ich, ich bin direkt vor dem Auto und drücke einfach mal aufs S. Hier seht ihr den Tankstand, den Preis und mieten oder reservieren. Ihr könnt direkt anmieten, wenn ihr vor dem Auto steht, wie in meinem Fall, oder reservieren. Die ersten 30 Minuten sind kostenlos, jede weitere Minute kostet 9 Cent. Ich reserviere mir jetzt mal das Auto und ihr seht, wie jetzt die Zeit runterläuft. Also 30 Minuten habt ihr Zeit, euch ja, zum Auto zu begeben. Jetzt stehe ich auch schon vor dem Auto und jetzt können wir einfach auf Weiter drücken. Hier könnt ihr jetzt einfach ja, wischen zum Öffnen, aber ihr könnt jetzt noch beachten, bist du glücklich, das könnt ihr andrücken, das ist aber voll egal. Wichtig ist, dass ihr euren Führerschein dabei habt. Ihr habt gehört, das Auto ist offen und wir öffnen jetzt einfach mal die Tür. Jetzt bin ich im Auto drin und jetzt könnt ihr euch das Handy schön in die Tasche hauen, denn jetzt geht's ans Fahren. Also, die ersten 3 Minuten in der Reservierung sind kostenlos. Da könnt ihr einfach euch den Sitz einstellen, das Radio einstellen und alles, weil es ist wichtig, denn es ist nicht euer eigenes Auto. Jeder kann auch sein, dass es eine kleinere Person davor gefahren hat, dann ist der Sitz und die Spiegel ganz anders eingestellt. Also lasst euch die ersten 3 Minuten bitte Zeit. Was müsst ihr machen? Ihr drückt auf die Bremse und könnt hier unten auf den Startknopf drücken. Und das Auto fährt hoch. So, jetzt geht ihr hier unten, habt ihr einmal Parken, dann den Rückwärtsgang, Neutral für kein Gang und D/S für Drive. So, und jetzt habe ich alles eingestellt, der Sitz passt. Jetzt schnallt ihr euch an, wie gewohnt. Und ich gehe jetzt in den R und ihr habt hier in den VW Polos und in den M-Modellen habt ihr eine schöne Einparkhilfe. Bedeutet, ihr seht hier am Bildschirm, ja, wie weit ihr noch von nach hinten fahren könnt. Ihr hört, es piept jetzt und das ist einfach eine super Hilfe. So, ich fahre jetzt los und wie ihr wisst, 1 Kilometer 79 Cent. Ich kann das Auto überall abstellen und das Schöne ist, dass in Berlin Parkplätze gibt, nur für Miles-Autos. Also ihr könnt Carsharing-Autos an bestimmten Parkplätzen abstellen und dann müsst ihr euch dieses lästige Suchen von Parkplätzen ersparen. Der Fall, ihr seht hier Carsharing-Unternehmen frei. Bedeutet, ihr könnt euer Fahrzeug hier super abstellen. Drückt auf Parken, ganz wichtig. Handbremse anziehen, dann den Motor ausschalten. Jetzt könnt ihr aussteigen. Steigt ihr einfach aus. Und wie ihr hier seht, Carsharing-Unternehmen frei, hier könnt ihr euer Miles-Auto ganz bequem abstellen. So, und jetzt stehe ich vorm Auto und jetzt müsst ihr einfach auf Miete beenden drücken. Ihr seht hier die Laufzeit, den Tankstand und den Tankpin. Also wenn es unter 25% ist, habt ihr die Möglichkeit, euer Auto zu tanken an Aral- und Total-Tankstellen und dort kriegt ihr auch noch eine 5-Euro-Vergütung pro Auto. Ihr habt auch die Möglichkeit, das Auto in den Parkmodus zu stellen. Wenn ihr zum Beispiel in den Supermarkt müsst, könnt ihr es einfach abstellen und euch wird es reserviert und ihr könnt die Sachen auch dort drin lassen. Ich werde das Auto aber jetzt einfach beenden. Jetzt wird noch gefragt, ob dein Auto ja korrekt geparkt ist. Sage ich ja, natürlich und beende die Miete. Und jetzt seht ihr hier noch die Abrechnung.